Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem wir hoffentlich sehr, sehr spannende Informationen miteinander ergründen werden. Nach wie vor, das sind alles Informationen, die ich nicht selber erfunden habe, sondern mir irgendwo angelesen oder angesehen, angehört habe und die mit euch teilen möchte. Das heißt, Sinn und Zweck dieser Videos ist einfach, viele Informationen möglichst fachgerecht, aber halt auch appetitlich einfach anzubieten. Heißt in so kleinen Häppchen, dass man sich nicht ein stundenlanges Video anschauen muss. Und dementsprechend versuche ich das mit meinen besten und größten Mühen dann hier auch zu übertragen. Wenn dir das Ganze hilft und dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir hilfst und du mir gefällst. Das klingt komisch. Aber indem du den Kanal hier abonnierst, indem du das Ganze teilst, indem du den Daumen nach oben vergibst, vielleicht kommentierst, das freut mich sehr. Und ihr habt hier einen YouTuber aus Leidenschaft, wenn ich mich überhaupt so schimpfen darf, der dem wirklich viel daran liegt und der sich sehr darüber freut, wenn hier Hilfe bzw. Unterstützung auf diesen Kanal ankommt. Weil wir entsprechend auch Informationen hier thematisieren, die nicht immer bequem sind, wofür ich mir natürlich auch häufig ein paar Backpfeifen abhole, das ist aber vollkommen in Ordnung. Lieber eine Meinung oder eine Information teilen, die wichtig ist, als einfach mit der Masse zu schwimmen und dann entsprechend unterzugehen. Und Punkt 2, Informationen, die nicht immer ganz so einfach zu bekommen sind. Weil wir haben jetzt in der letzten Woche die FED-Sitzung gehabt und obwohl die Zinsen gehalten wurden, beziehungsweise sogar auch noch so ein bisschen restriktiv verkündet wurde, okay, anstatt 7 Zinssenkungen kommen jetzt nur noch 3 dieses Jahr, hat der Markt extrem positiv reagiert. Und einige haben das relativ oberflächlich damit in Verbindung gebracht, dass sie meinten, okay, weil die Zinssenkungen kommen, und jetzt doch halt noch kommen, sind die Märkte nach oben durchgedreht. Auf der anderen Seite steckt da noch ein bisschen was anderes dahinter. Und dafür wollen wir uns erstmal hier diese Total Assets von der Federal Reserve anschauen. Das ist dieses Balance Sheet, abgekürzt BS. BS kannst du auch noch für was anderes verwenden, aber das bleibt dir überlassen. Das zeigt letztendlich, was ging hier ab. Und je größer das Balance Sheet ist, wenn wir das mal wirklich so ganz salopp formulieren wollen, desto mehr Geld ist im Umlauf. Das heißt also, die Federal Reserve kauft sich beispielsweise Staatsanleihen. Staatsanleihen ist nichts anderes als der Staat, der Anteile von sich verkauft, wie zum Beispiel Aktien von Unternehmen. Nur, dass du mit Aktien entsprechend auch je nach Aktie oder je nach Größe Mitspracherecht hast und bei den Staatsanleihen halt nicht. Du kaufst Aktien vom Staat und du hast da trotzdem die Schlüssel zu halten. Trotzdem so leiht sich der Staat Geld von dir, was der Staat dann eben für seine eigenen Ausgaben verwenden kann. Im besten Fall macht er damit mehr Gewinn als Verlust. Das sieht aber häufig anders aus, wenn wir uns die Schuldenuhr anschauen, die einfach jedes Mal, mit jedem Mal, wo wir drauf zugehen, einfach immer weiter ins Extreme steigt. Das ist schon echt verrückt. Aber darum sollte es nicht gehen, sondern um dieses Balance Sheet, was halt bedeutet, die Federal Reserve kauft die Staatsanleihen, bringt damit das Geld in den Umlauf und das Geld zirkuliert in der Wirtschaft. Und die Federal Reserve ist halt die zentrale Stelle, die den US-Dollar druckt oder vor allem ausgibt. Und für uns muss klar sein, dass diese Sichteinlagen, das Bargeld, nur so 3-8% des Gesamtbestandes ausmachen und der größte Bestand eigentlich Banken intern und vor allem auch zwischen Banken und Zentralbank gehandelt wird. Da gibt es dann diese Overnight-Fees oder letztendlich auch, wenn Banken zu viel Liquidität haben, dass sie entsprechend das Geld bei der Zentralbank einlagern können und damit halt Geld machen. Das heißt, Banken sind eigentlich simpel gestrickt. Wie Banken aber gestrickt sind, bleibt meistens so dem Otto-Normalverbraucher erstmal ein bisschen verwehrt. Aber für uns wichtig zu sehen, sind wir auf der offiziellen Seite, wenn dieses Balance Sheet nach oben geht, ist mehr Geld im Umlauf. Und wenn es nach unten geht, dann ist weniger Geld im Umlauf. Und hier sehen wir in den letzten Jahren nach dieser großen Financial Crisis 2008, 2009, ist immer mehr Geld in Umlauf gekommen. Das hat uns auch entsprechend diese neuen Märkte beschert. Wir hatten ja wirklich einer der längsten Bullenmärkte überhaupt, jetzt über 15 Jahre schon, rennt es und scheint noch weiter zu laufen, weil entsprechend immer und immer mehr Geld reingekommen ist. Jetzt sehen wir, wurde hier so im April 2022 diese Politik so langsam geändert, dass entsprechend das Geld zurückgeflossen wird. Was bedeutet, die Federal Reserve hat entsprechend ihre Anleihen verkauft und nimmt das Geld zurück. Das heißt, jetzt ist weniger Geld im Umlauf und das haben wir auch gesehen, dass die Inflation ein bisschen nach unten gekommen ist. Trotzdem sind wir lange noch nicht da, wo wir eigentlich hin wollten, beziehungsweise mit wir meine ich die Federal Reserve. Ja, wir identifizieren uns jetzt mal als große Zentralbank, wie wir es eigentlich wollten, weil wir sind bei 3,2%, wir wollen zu 2% hin, aber so das, was beim Privatmenschen ankommt, liegt ungefähr bei 3,8%, diese Personal Consumption Expenditures. Und das ist diese Kerninflationsrate und
Im Prinzip deuten die Zahlen, die rauskommen, immer darauf hin, ey, es ist alles gut, die Wirtschaft floriert. Und da kann man sich natürlich auch schon mal fragen, wenn es der Wirtschaft doch gut geht und der Arbeitsmarkt gut ist und die Projektionen für das Bruttoinlandsprodukt immer größer werden in den USA, warum dann überhaupt diese Zinssenkungen? Warum fährt man diesen Kurs nicht, damit entsprechend die Inflation von 2% bald erreicht wird? Im Gegensatz dazu ist die Inflation jetzt wieder ein bisschen heißer reingekommen in den letzten Wochen und trotzdem wird hier von Zinssenkungen gesprochen. Das heißt, irgendwie deckt sich das nicht ganz. Also irgendwie ist da so ein kleiner Widerspruch in sich. Wir sehen vor allem auch, dass das Geld rausgegangen ist, die Inflation aber immer noch da ist und wir müssten eigentlich, um die Inflation weiter zu bekämpfen, weiterhin dieses Quantitative Tightening, kurz QT, müssten wir eigentlich erreichen. Ja, so wie es hier steht, Nummer 2, Quantitative Tightening Nummer 1, Nummer 2. Was bedeutet, Anleihen werden verkauft, beziehungsweise dem Staat zurückgegeben, dann sagt die Zentralbank, aber jetzt gib mir mein Geld zurück, was ich dir für die Staatsanleihen gegeben habe. Dadurch wird das Geld wieder aus dem Umlauf herausgezogen und sitzt dann bei der Zentralbank. Und das war eigentlich so der Kurs. Vor allem auch im Hinblick auf Deflation bzw. Zinserhöhung. Jetzt hat aber ein sehr, sehr anerkanntes Mitglied bei der Federal Reserve, nämlich Christopher J. Waller, hat von einem Operation Twist gesprochen. Das ist sehr, sehr spannend, denn dieser Operation Twist bedeutet nichts anderes, pass auf, wir wollen vielleicht unseren Weg, wollen wir ein bisschen umkehren, indem wir versuchen, Long-Term Treasuries, also diese Langzeitstaatsanleihen zu kaufen, weil sich über die lange Zeit das ein bisschen besser austariert und vielleicht kurzfristig wollen wir ein bisschen mehr rausgehen. Ja? Das war so der bisherige Standpunkt. Und jetzt sehen wir hier, was dieser Kollege aus der Cousin aus der Federal Reserve behauptet. Er würde gerne sehen, dass er gerne die Proportion der Kurzzeit-Treasury-Securities, also dieser Kurzzeitanleihen, erhöhen möchte. Was bedeutet das? In der Vergangenheit, vielleicht erstmal kurz gemerkt, hat eben dieser Gouverneur Christopher Waller sehr, sehr häufig, genauso auch damals, sehr, sehr häufig für so einen starken Anstieg, hat er einen starken Anstieg verursacht, weil er entsprechend mit seiner Aussage und mit seinen Analysen bzw. mit seinen Meinungen den Markt sehr, 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 sehr stark auch mitreißen kann. Und er sagt, pass auf, lass uns mal etwas mehr kurzzeitige Staatsanleihen wieder kaufen. Was bedeutet das? Jetzt sagt die Zentralbank wieder, ich kaufe mir Aktien vom Staat, ich kaufe mir Anleihen vom Staat, die Federal Reserve kriegt die Anleihen und gibt dadurch das Geld dem Staat. Und der Staat hat wieder mehr Geld zur Verfügung, was wieder in den Umlauf kommen kann. Was bedeutet, letztendlich ist das nichts anderes als eine Umschichtung des Depots, wenn wir es so möchten, und eine Umschichtung des Geldes, was bedeutet, es kommt wieder mehr Geld in Umlauf. Und wenn wir hier das Ganze sehen, dann steht Quantitative Tightening für das Rausnehmen an Geld, das heißt also wieder quasi den Verkauf von Staatsanleihen, dass die Zentralbank das Geld wieder zurücknimmt. Und jetzt sprechen wir von einem Quantitative Easing, was bedeutet eine, ich merke mir das immer so als Erleichterung dieses Easing für die Wirtschaft, was bedeutet, es kommt wieder mehr Geld in die Wirtschaft, ohne es direkt zu sagen, wir wollen wieder die Gelddruckmaschine anwerfen, wir wollen wieder neues Geld zur Verfügung stellen. Es ist einfach eine galantere, ich will mal sagen, eine etwas umfangreichere Bewertung, die durch die Blume zu bewerten ist, dass entsprechend neues Geld gedruckt wird. Und da sehen wir, warum auch der Goldpreis, warum Bitcoin, warum auch der Euro wieder kurzfristig nach oben gesprungen ist, weil hier von einem Operation Twist vor wenigen Wochen gesprochen wurde und das entsprechend auch in der Zentralbanksitzung aufgenommen wurde. Das heißt also nochmal kurz nochmal zusammengefasst, das kann man hier auch sehr schön nachlesen, Operation Twist, Definition, How It Works and Economic Impact. Bedeutet nichts anderes als, Banken bzw. auch Zentralbanken kaufen Staatsanleihen. Und wenn du eine Staatsanleihe kaufst, dann kannst du halt sagen, wie lange soll die laufen. Wenn du eine einjährige Staatsanleihe kaufst, dann gibst du dem Staat für ein Jahr lang Geld, kriegst nach einem Jahr, diese Maturity Date, kriegst du dein Geld zurück und entsprechend die Zinsen. Wenn du sagst 20 Jahre, 30 Jahre, dann kriegst du erst nach 20 oder nach 30 Jahren dein Geld zurück, hast aber festgesetzt entsprechend dann für diesen Zeitraum entsprechende Zinsen, die halt auch natürlich sich verändern können. Wovon ist das abhängig? Meistens gibt es die zwei Variablen Zinssatz und Preis.
Und die beiden sind so ein bisschen antiproportional. Das heißt, wenn der Preis für eine Staatsanleihe, weil er sehr viel gehandelt wird, weil er sehr viel gekauft wird, ja, und sich der Preis dadurch halt nach oben bewegt, Supply and Demand, also Angebot und Nachfrage, wenn sich die Staatsanleihen preislich nach oben bewegen, sinken die Zinsen. Wenn sich die Staatsanleihen nach unten bewegen, dann steigen die Zinsen. Und jetzt ist quasi die Idee, dass entsprechend durch dieses Quantitative Easing, dass mehr kurzfristige Staatsanleihen gekauft werden. Das heißt, die Zentralbank das Geld zum Staat quasi schickt und durch diesen Kauf den Preis nach oben drückt, was kurzfristig die Zinsen nach unten senkt und dadurch die kurzfristigen Zinsen halt auch erreicht werden können. Und das ist ja das, was letztendlich die Federal Reserve auch in ihrer Sitzung gesagt hat, nämlich dass sie gesagt haben, wir wollen die 3 Zinssenkungen haben. Und das deckt sich sehr, sehr gut mit diesem Wunsch von Christopher J. Waller, der halt sagt, wir brauchen diesen Twist. Und wenn wir, und damit meine ich jetzt nochmal die Zentralbank, wenn wir wieder kurzfristige Staatsanleihen kaufen, dann schicken wir den Preis nach oben und dadurch würden die Zinsen gesenkt werden. Das ist natürlich noch besser, wenn jetzt auch der grundsätzliche Kurs der Zinssätze, die von der Zentralbank ausgegeben werden, wenn der auch sinkt, weil dann deckt sich das. Ja, dann kann man das machen, ohne quasi zu viel Geld zu verlieren. Weil wenn jetzt nicht der Plan ist, die Zinsen zu senken, dann würden diese Zinsen wahrscheinlich das Ganze noch hochhalten und dadurch den Staat ein bisschen mehr unter Druck bringen, dieses Geld liefern zu müssen. Aber dadurch, dass der Zinssatz geringer wird und günstiger wird, muss der Staat quasi entsprechend auch mit dem Mehrgeld, was es hat, nicht so viele Zinsen zurückbezahlen. Und das macht das Ganze natürlich deutlich interessanter. Und dadurch ist entsprechend der Markt auch sehr, sehr positiv gestimmt worden, was das Ganze so zwischen den Zeilen anbelangt. Was aber spannend ist in dieser Geschichte, ist auch diese Grafik. Der Suez-Kanal ist natürlich einer der größten und wichtigsten Handelskanäle überhaupt. Und da sehen wir, dass wir aktuell, was die Durchfahrt von großen Containerschiffen anbelangt, nahezu bei einem Zehntel sind. Von 200 auf 20 runter, beziehungsweise teilweise an Wochen von 120 auf unter 10 runter. Das ist natürlich dramatisch. Also das, was quasi diesen Suez-Kanal dann auch durchschreitet. Und weniger Supply, weniger Angebot oder weniger, ja, wie möchte ich mal sagen, Herstellung wird die Preise nach oben treiben. Das heißt also, es bleibt einfach ein sehr, sehr spannendes Spiel, ob mit den Zinsen, wenn die geplanterweise runtergefahren werden, ob man damit nicht sogar die Assetpreise beziehungsweise halt generell die Inflation deutlich nach oben schießt. Und wir wissen, was in einer Inflation gewinnt, das sind die Assets und da bist du gut bedient, wenn du davon überzeugt bist, in Bitcoin bzw. generell in Kryptowährungen investierst. Ich bin eher der Freund dann von Edelmetallen, aber auch mit Aktien wirst du gut, nicht immer, aber mit einigen Aktien wirst du gut aufgestellt sein. Und beispielsweise auch mit Immobilien, alle Assets quasi, die gegen Geld gemessen werden, werden davon profitieren. Und ich hoffe, damit haben wir nochmal hier einen sehr, sehr spannenden Einsatz gemacht und freue mich natürlich extrem über Support auf diesem Kanal. Ganz liebe Grüße, euer Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.